Moin moin meine Mangos, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Retro Goal mit mir, dem Mr. Mango Baum. Und ja, letzte Folge, Kaiserslautern, sind wir mit denen reingestartet in dieses wunderschöne Spiel. Die erste Folge ist ganz gut bei euch angekommen, es freut mich. Und ja, das, was wir aus der ersten Folge mitgenommen haben, ist, dass wir um den Aufstieg mitspielen, wahrscheinlich. Ja, das Game ist auch nicht so eine Herausforderung, aber es ist etwas komplexer. Und zumal haben wir einen Spieler geliehen, den wir angeboten bekommen haben, den ich auch gerne verpflichten würde. Das ist nämlich der Nives. Der hat nämlich auch im Gegensatz zu unserem anderen Stürmer noch Potenzial. Das Problem ist nur, wir können ihn jetzt nicht verpflichten. Und ich weiß nicht, ob wir das können, wenn der die Leihe ausgelaufen ist. Und dafür würden wir jetzt sparen, weil der ist echt nicht schlecht. Vor allem kann der bei Technik noch einiges zulegen. Und ja, mal gucken. Mal gucken. Ansonsten, wenn wir dann natürlich richtig viel Geld haben und der gehen muss, können wir uns natürlich neue Spieler holen oder allgemein das Training verbessern oder die Spieler leveln. Je nachdem können wir ja ganz verschieden investieren. Und heute starten wir gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf. Wir sind in der gegnerischen Hälfte. Sehr tief in der gegnerischen Hälfte. Ich denke mal, wir bringen den Ball lang auf Niemann. Und der muss den eigentlich noch einschieben. Aber der Keeper hält ihn. So, und jetzt. Ah, schade, abgeblockt. Und jetzt wird er geklärt. Nein, wir bleiben am Ball. So, und ich würde jetzt wahrscheinlich in den Lauf spielen, wobei das wird schwierig werden. Man sieht auch, die Zeit läuft ja weiter, während man versucht zu passen. Was eigentlich ganz cool ist. Warte, ich will hier rüber passen. Ja, das war richtig geil. Also, man muss immer aufpassen, wie man ausgerichtet ist. Also, ob es Sinn macht, jetzt mit rechts zu schießen, auf die linke Ecke zu zielen. Ob die Balldrehung dann optimal ist. Aber so ein schönes Tor, ich glaube, ich habe noch nie so ein schönes Tor geschossen, in dem Sinne, dass ich den dann kurz vom Tor nochmal rüberlege. Freut mich. Okay, scheiße, ich glaube, die Chance ist vorum. Ja, das war ziemlich scheiße. Das ist es halt, wenn du in der eigenen Hälfte den Ball verlierst, dann ist meistens die Chance vorbei. Düsseldorf jetzt mit der Chance. Und mit dem Ausgleich. Jetzt stoßen wir wieder an und machen Druck nach vorne. So, der Dude steht im Abseits, dann spielen wir mal wieder auf Nives, unseren auserkorenen Top-Stürmer. Der Gegner kann den Ball aber abfangen zunächst. Und jetzt versuchen wir, vielleicht schafft es Nives hinter die Kette zu laufen. Ansonsten würde ich auf den Typen hier passen. Auf Naumann. Und ich richte den jetzt mal so aus, dass wir jetzt mit einem halbwegs einem Fernschuss versuchen. Richtig schön. Genau das war meine Intention. So hast du nämlich eine perfekte Balldrehung, wenn du aus der Position mit rechts abziehst. Das ist halt auch sehr wichtig bei diesem Spiel. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich liebe diese Retro-Grafik. So, wir haben wieder den Ball. Und man kann auch nicht unendlich lange Bälle schlagen, weil die Gegner dann meistens mit dem Kopfballduell dazwischen geht. Was ich auch ganz gut finde. Oh, scheiße, jetzt bin ich gestoppt. Weil sonst kannst du ja ganz einfach die Mauer immer überspielen. Aber es funktioniert schon sehr gut, über die Abwehrreihen zu spielen. Also, du kannst zwar nicht 50 Meter lange Bälle spielen, aber es funktioniert trotzdem ganz gut, weil die Stürmer meistens immer schneller sind. Ich würde mir daher wünschen, dass du halt vielleicht ein bisschen mehr Gegenwehr bekommst und vielleicht auch, dass der Gegner, wenn er dich auskontert, also dass du gegen den Gegner dann auch verteidigen musst und dass er eigentlich auch genauso schlaue Bälle spielt, wie du sie spielst, dann würde es wahrscheinlich noch schwerer werden. Aber Düsseldorf hier mit dem Anschlusstreffer. Und ich glaube, das könnte ein Spiel werden, wo extrem viele Tore fallen. Wir gehen mal über die Außen. So, zum Beispiel so einen Ball, so einen langen Ball jetzt auf einen der Stürmer könnte ich jetzt nicht spielen. Den würden die abfangen. Aber auf ihn hier kann ich spielen. Und jetzt kann ich den langen Ball bringen. Oder auch nicht.
Aber die Abwehr verhält sich ziemlich scheiße. Ich versuche den. Oh scheiße, er steht im Abseits. Dann spiele ich den mal zurück. Und bringe ihn auf die Ecke. Wobei ich glaube, der wird den halten, ja. Aber auf die rechte Ecke wäre jetzt Torwart-Ecke gewesen. Das wäre auch doof. Das war nicht gut gedacht. Jetzt versuche ich mal. Vielleicht mit dem Kopfball. Okay, das war ungünstig. Man kann auch Volley. Mit Volley treffen. Der junge Sova verliert den Ball. Okay. Das ist ein Spieler von uns wahrscheinlich. Düsseldorf hat den Ball im Mittelfeld. Gehen nach vorne. Kopfball. 3 zu 3. Vielleicht unsere letzte Chance auf den Sieg. Spielen den Ball auf Nieves, der den Ball festmachen kann als Sturmtank. Der Keeper hält ihn. Und jetzt die gleiche Situation wie vorhin. Nein! Oh, also ich war mir sehr unsicher, ob ich den direkt aufs Tor bringen soll, weil solche Situationen hatte ich schon sehr häufig, dass der Torhüter da rauskommt und dass ich ihn da von dort direkt reinmache. Und jetzt war ich mir sehr unsicher und habe so einen Mix aus beidem gemacht, aus Flanke und Schuss. Und dann ging der an den Pfosten. Und somit nur ein 3 zu 3. Und wir verlieren damit schon Fans. So. Nächstes Spiel. Campos Nieves spendete seine Sammlung von alten Stricken, Memorabilia, was ist das? Okay, alte Dinge spendet er einem dankbaren Museum. Also unser Top-Stürmer ist ja zusätzlich, das war das Wort, was ich suchte, zusätzlich zu seinen Fähigkeiten auch noch ein sehr guter Mensch. Na, den muss man unbedingt halten, der ist sicherlich wichtig fürs Team, für die Teammoral. Jetzt geht's gegen Magdeburg, die nur 13. sind. Also wie im Real Life im Abstiegskampf. So, vielleicht machen wir das Ding Kaiserslautern, ne, wie sie es, ich lüge jetzt mal, 98, war es 98, geschafft haben. Aufstieg und dann 98, wie gesagt, Meister. So, und jetzt hier mit dem linken Fuß in die Ecke schlenzen. Was ein schönes Tor von Nieves. Also das war unglaublich, der hat eine super schöne Schusstechnik. Also ich habe das Spiel ja schon etwas länger angespielt gehabt, bevor ich angefangen habe zu Let's Playen. Und was hier sich langsam entwickelt, ist zum Beispiel die Stärke der Spieler. Also du kannst die schnell leveln, in dem Sinne, dass sie irgendwann mal genug Erfahrungspunkte haben, dass du einen der vier Bereiche verbessern kannst. Du hast ja Technik, Dribbling und solche Dinge. Tackling, Dribbling, Technik und noch irgendwas Viertes, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Und das kannst du immer eins davon aufwerten, wenn die in Erfahrungswerten aufsteigen. Aber was selten verbessert wird, ist das Gesamtrating, also die Sterne. Das dauert etwas länger. Also vielleicht sollte ich mein Geld auch darin investieren, mal einfach zu versuchen, die Spieler aufzuleveln. Vor allem, wenn es Spieler sind, die viel Talent haben. Also ich habe ja einen Mittelfeldspieler, der hat 4 Sterne. Komm, mach ihn rein! Es ist ein bisschen verwirrend manchmal, im Gegensatz zu World Soccer Champs. Ist die Schusstechnik ja anders. Also du ziehst im Prinzip den Finger nach hinten. Also, und je weiter du nach hinten ziehst, desto höher geht der Ball. Bei World Soccer Champs ist es andersrum. Da zeichnest du eine Linie nach vorne, aber wenn du das hier machst, geht der Ball nach hinten. Und das ist dann manchmal ein bisschen verwirrend, wenn du so unerwartet den Ball bekommst. So, Nieves wieder am Ball. Was cool wäre, wenn, also man kann ja echt leicht sich hier durchdribbeln. Was cool wäre, ist, wenn man neben diesem normalen Dribbling, wo die manchmal gar nicht mit Tackling reingehen, noch so doppelklicken könnte und man macht dann sowas wie einen Übersteiger oder sowas, ne? Also allgemein finde ich es komisch, dass wenn die Spieler nah bei dir sind, dass sie dann gar nicht ins Tackling manchmal gehen. So, jetzt versuchen wir mal ein Volley. Aber es hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Volley ist ähnlich wie Kopfball, da musst du dann auch tippen einmal. Aber
Das funktioniert natürlich nur, wenn der nicht in Kopfballreichweite ist. Jetzt ist er zum Beispiel in Kopfballreichweite, der so war, wenn der gelbe Punkt auf ihm ist. Aber das wollen wir natürlich nicht, weil wenn er zum Kopfball kommt, dann köpft er den meistens unkontrolliert weg. Das kannst du jetzt nicht so als einen guten Pass nehmen, was ich sehr schade finde. Was man aber machen kann, das will ich euch mal zeigen. Okay, man kann vorpreschen im Prinzip, indem man den Ball sich hier vorspielt, indem man immer in die gleiche Richtung wischt, also in die man schon läuft. Schade, jetzt stand der Dude im Weg, obwohl ich jetzt hier einen Volley machen wollte. Oh, wieder stehen die im Weg. Ich will jetzt den Volley versuchen. Ja, es war kein so schöner Volley, keine so hohe Flanke, aber es war einer. Schaut es euch an, niemand auf einen Mittelfeldspieler, auf Naumann, niemand und Naumann, sehr schön. Und es steht 3 zu 0 zur Halbzeit. Heilige Scheiße. So, okay, den müsste niemand bekommen, glaube ich. Okay, also dass der ankommt, das ist dann schon sehr OP. Okay, da hat Magdeburg extrem schlecht gestanden. Also die gehen bei uns richtig unter. 4 zu 0. Wieder der Ball im Mittelfeld, wieder geht es auf Nives, also Nives und Niemann, das sind unsere beiden Stürmer und Naumann ist ein, glaube ich, ein sehr talentierter Mittelfeldspieler. Der hat momentan 2 Sterne, kann aber noch 4 bekommen, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay, ich bin aus irgendeinem Grund stehen geblieben. Wenn man auf dem Bildschirm einmal tippt, während man dribbelt, dann bleibt man stehen. Ich weiß aber nicht, wofür das eigentlich überhaupt nötig ist, weil warum solltest du während des Spiels stehen bleiben? Manchmal passiert mir das halt leider. Und dann mit diesem Schüsschen schaffen wir das 5 zu 0. Und Magdeburg hat nicht mal eine Chance gehabt. Ui, so schöne lange Bälle. Komm schon, Nives, schaffst das? Und der Torhüter ist zu weit rausgekommen und kann es nicht mal verhindern, den Einschlag zum 6 zu 0. Ja. Wir laufen aufs Tor zu. Ihr seht, der Torhüter kommt raus, aber während wir dann in Schussposition gehen, merkt er, okay, ich muss wieder zurück. Das ist zum Beispiel der Unterschied zu World Soccer Champs. Da sind die Torhüter nicht ganz so schlau in ihrer Bewegung. Als ob. Also das will ich zum Beispiel verhindern, dass er den Ball auf den Kopf bekommt, obwohl ich das gar nicht so vorgesehen habe. Ach du Scheiße, 7 zu 0 gegen Magdeburg. Die gehen ja richtig unter. Oh, das tut mir echt leid. Was ein bisschen langgezogen ist, sind immer die Wiederholungen, weil das Spiel ist an sich schon etwas langsam und dann wirken die Wiederholungen auch so lang. Das ist ein bisschen doof. Aber ist okay. Ja genau, was wollen wir verbessern? Also gut, Fans brauchen wir gar nicht so viel, weil da kriegen wir schon ordentlich Effektboost. Wir brauchen so viel Geld wie möglich, um den Nives zu halten. Campos Nives erzielte diese Woche unglaubliche 5 Tore gegen Magdeburg. Mr. Mangobaum soll auf Wolke 7 schweben. Und das tue ich. Und vor allem bin ich sehr traurig, falls er uns verlassen muss. Nee, ich kann es gerade nicht. Ich kann es wirklich nicht. Finde ich doof. Wie alt sind die? Der ist 36, das ist doof. Der ist 26. Naumann ist doch nicht. Also so war es das Talent und nicht Naumann. Also so war es ein extrem gutes Talent, was wir halten müssen. Der Rest ist ja ganz okay. Was hat denn der für einen Marktwert? Gibt es da irgendwas? Ich weiß gar nicht, ob die den überhaupt hergeben wollen würden, weil er so gut gespielt hat. Aber gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich würde dann gern mal gucken, wie lange denn so eine Folge geht, wenn man 2 Spiele macht, weil die Spiele gehen ja immer etwas länger als die bei World Soccer Champs. Und ja, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn die Videos dadurch etwas kürzer sind. Dann, ja, finde ich.
Ich finde, mehr kürzere Videos sind etwas besser, weil die lassen sich etwas besser schauen, je kürzer. Und ich denke, wenn ich diese Videos in dem Stil 30 Minuten machen würde, wäre das auch etwas anstrengend, das im Stück zu schauen. Und ansonsten, ja, hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich glaube, wir machen gar nicht 34 Spiele. Genau, wir machen immer nur 17 und deshalb wäre es auch doof, wenn ich drei Spiele mache. Dann sind wir ja so schnell mal in der Saison durch. Bei World Soccer Champs geht das schon schnell. Deshalb werde ich wahrscheinlich zwei Spiele pro Video machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare und auch gerne den Algorithmus-Kommentar Hashtag Nieves, nicht Niemann, Nieves. Also so wird er geschrieben, weil wir ihn einfach unbedingt halten müssen. Und das werden wir dann natürlich in der nächsten Folge sehen, ob wir ihn uns denn leisten können, weil er ist 19 Jahre, hat sehr viele Tore geschossen und dadurch sein Marktwert sicherlich gesteigert. Gut, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, weil das Game euch ja sicherlich so sehr viel Spaß macht wie mir, hoffentlich. Und ich würde mich, wie gesagt, sehr über eine Bewertung freuen, über jeden einzelnen Kommentar. Und dann gerne bis zum nächsten Mal. Tschüssi.